Und direkt Action! Ich muss mal eben kurz in die Tür. Moment. Da bin ich wieder, Leute. Und wir machen jetzt einfach weiter, als ob nie was gewesen wäre. Was? Das tat weh! Ja? Wir stürzen uns gleich auf den nächsten schwarzen Wolf. Sterbt! Auf geht's! Auf geht's! Klar, dann kann ich auch vielleicht hier direkt meinen Aufruf machen. Ich habe mir neulich Star Wars The Force Unleashed geholt. Das Problem ist, ich wollte es auch wirklich sehr gerne Let's Playen. Aber das Problem ist einfach gewesen, dass... wo ist denn die Kantine? Da. Das Problem ist einfach, dass ich das Spiel nicht starten kann. Der sagt irgendwie, da ist ein... die Echse ist nicht irgendwie in Ordnung. So, dir? So, was ist mit ihr? Wer seid ihr? Was macht ihr? Das Kopfgeld. Wartet mal. Hört doch, er besäuft sich und wird zudringlich. Und auf mich wird ein Kopfgeld ausgesetzt, bloß weil ich mich wehre? Was soll denn daran gerecht sein? Hold. Ich möchte mich nicht in die Sache verwickeln lassen. Was ihr wisst, geht nur euch etwas an, nicht mich. Ich habe wohl keine andere Wahl, als hier zu hocken und zu warten, bis sich Holden beruhigt. So. Ihr schon wieder? Ich bin hier um das Kopfgeld, bla bla bla. Gerechtigkeit kümmert mich nicht. Ich möchte nur meine Credits verdienen. Was ist los mit euch? Das hat sie nicht verdient. Ja, ich schätze, Kars hat ihr recht. Sie hat den Typen umgelegt. Sie bekommt nur, was sie verdient. Dann werdet ihr die gleiche Lektion. Ja, 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 komm. Oh, prima. So, und wieder Credits verdient. Und jetzt habe ich auch schon schön dunkle Machtpunkte da. So, jetzt reisen wir zurück. Und jetzt können wir uns schön das Geld einstreichen. So und rein. So, jetzt haben wir Bastille auch schon fast gerettet. Nein. Ach, verdammt, ist der dicke Jobber doch hier drin. Nein. Ah, mal gucken, was Holden jetzt sagt. Was? Oh, tut mir leid. Ich hab euch normalerweise geben mir diese Alien-Mädels nicht. Ah, deswegen seid ihr hier. Ich schätze, Zax aus dem Kopfgeldbüro muss von mir gesprochen haben. Auch gut. Mir ist die... Ich kann ja nicht zulassen, dass ich mit sowas davon... Wirklich? Aha. Ich schätze, dann ist die Sache erledigt. Wirklich schade, dass es so weit kommen musste. Sie war ein hübsches Mädel, trotz ihres Temperaments. Was soll's, auch gut. Wenn ihr das Kopfgeld kassieren wollt, sprecht mit Zax. Ich habe ihm das Geld bereits gegeben. Auch gut. Ja, ja, ja. Und wenn man jetzt für die helle Seite das machen will, dann findet man heraus, dass sie eben Recht hatte und er Unrecht. Ja. Ach Gott, ihr Kopa. Ich möchte mit Kopfgelder eintreiben. Dumm. Matrik. Kachi zur Neuverhaltung. Tauchi Beduana. 300. Hä? Kachi. 400. Dumm. Selb. Kio Kakon Molera. 300. 400. Schade. Kachi. So, und dann noch 5. Kio Kakon Molera. Jawohl. Kachi. Händler Largo. Ach komm, pfeif drauf. So, das sind immerhin 1000 Credits, die ich jetzt bekommen habe. Und dann können wir uns jetzt auch wieder unserer eigentlichen Aufgabe widmen. Diesen Planeten nämlich zu verlassen. Ja, und bla bla bla. Jetzt müssen wir zu dem geheimen Weg wieder rüber.
Hallo. Und rein da. Da. Guten Tag. Ihr seid zurück. Ich habe mich schon gefragt, ob ihr es schaffen könnt. Das Rennen macht euch und es wird noch besser. Ich gestehe. Ja, okay. Macht euch keine Sorgen. Doch ich kann mich auf meinen Instinkt verlassen. Irgendwas sagt mir, dass ihr das Zeug zum Rennfahrer habt. Du verbringst eine ruhelose Nacht in der Basis der Beg. Am nächsten Morgen bringt dich einer der Beg zur Swoop-Strecke. Hier haben normalerweise nur Piloten und Mechaniker Zutritt. Verdammt, das kann ich nicht überspringen. So, der erklärt uns jetzt, wie das funktioniert. Man muss schalten. Das erste wird ganz einfach zu überspringen sein. Wir müssen mit dem Kommentator reden. Da ist Bastila. Jetzt rennen wir rum. Ich würde gerne ein Rennen fahren. So. Jetzt muss ich selbst mal kurz wieder überlegen, wie das am Anfang war. Das ist unser Swoop. Ja, mit D und A und D weichen wir aus. Moment. Ah ja. So, mit der Leertaste schalten wir. Es kann sein, dass ich ein paar Versuche brauche. Und dann muss man einfach immer diese Speed-Dinger hier erwischen. Das müsste eigentlich eine Dicke reichen. Ah, und möglichst nicht in die Dinger reinfahren, in die Hindernisse reinfahren. Das ist super Triebwerk. So, wenn er jetzt jubelt, dann haben wir es geschafft. Ja. Okay, so, das müssen wir jetzt nochmal machen. Müssen wir mal eben fragen, was er für eine Zeit hatte. Und wieder rumlaufen. Welche Zeit muss ich schlagen? 26,54. Okay. So. Wow. Ich sehe nichts. Ah. Man darf das nicht so oft wiederholen, weil irgendwann überhitzt das Ding und dann macht's BOMS! Gewonnen. Du hast es geschafft, ja. So, jetzt sehen wir Prezek. Leute, hört mir zu. Bevor ich dem sogenannten Champion der Beg seinen Preis überreiche. Es wäre gesünder für euch, wenn ihr nicht versuchen würdet, mich hier reinzubringen. Euer Swoop-Bike läuft mit einem Beschleuniger-Prototyp. Eindeutig ein unfairer Vorteil. Wegen dieses Betrugs der geheimen Beg ziehen die Vulka ihren Anteil an der Siegprämie zurück. Alter Dummkopf, eure Traditionen sind mir völlig egal. Ich bin die Zukunft. Wenn ich eine Siegprämie zurückziehen und diese Frau höchstpersönlich auf dem Sklavenmarkt verkaufen möchte, kann mich niemand daran hindern. Dazu hätte ich vielleicht etwas zu sagen, Brejik. Jetzt legt sie los. Ich bin Bastila. Was? Frank.